Ich bin Neoblade. Wir spielen gegen Silber, random. Auf der Karte mache ich einen 9er Scout. Dadurch wird das Vorgate ein bisschen verspätet kommen, denke ich. Einfach hier ist eine große Gefahr von Proxy Factory und so einem Zeug. Falscher Knopf, falscher Knopf. Ich muss. Nicht falscher Knopf, falsche Seite. Ich muss hier gegen Sixpool den Proxy-Pylon bauen. Achso, das machen wir jetzt so. Proxy-Pylon findet uns natürlich relativ spät. Sixpool findet uns relativ spät. Erster Chronoboost kommt rechtzeitig. Ich muss jetzt gleich nochmal meine Base abscouten. Noch haben wir ihn nicht gefunden. Aber wir haben auch hier keine Proxys, alles klar. So, wir müssen uns langsam darauf vorbereiten. Chor zu bauen. Okay. Da ist die Hedge. Scouten wir, was er sonst noch so baut. Wieder Chronoboost vergessen, das ist immer ganz bitter. Wieder Chronoboost vergessen. Wir müssen jetzt relativ zwingend den Proxy-Pylon bauen. Könnte knapp werden. Research complete. Dann bleiben wir hier unten. Stellen das auf Hold Position.
Okay, wir sind vorne. Das heißt, wir können einen Nexus bauen, so wie es die Destiny-Philosophie auch vorsieht. Wir bauen jetzt hier noch ein paar Sentries, damit wir ihn containen können. Da sind die Spork Spinecrawler. Und jetzt in die Pro-Production gehen. Pylons hier vorne hin. Wird schon knapp mit dem Supply Block. Wir müssen uns auf jeden Fall gegen Mutas auch absichern. Ihm immer Angst machen. Hier mal eine Kameraposition hinsetzen. Minimap beobachten. Spiel ist, denke ich mal, gewonnen, wenn ich jetzt nicht noch irgendwelche gravierenden Fehler mache. Ich muss auf jeden Fall gleich mal die mögliche Muta scouten. Das machen wir genau jetzt. Mal gucken, ob wir ihn irgendwie mit dem Warp Prism ablenken können. Okay. Okay, wir sehen nach wie vor keinen weiteren Tech. Dann bauen wir jetzt erstmal hier währenddessen massiv Overmints bekommen. So, hier. Ja, tauschen wir mal. Er ist One Base. Ich brauche weitere Gates. Damit wird es das gewesen sein. So, schauen wir mal nach, ob er eine Echse gebaut hat oder nicht. So, und dann machen wir das Ganze hier nochmal.
Ich brauche weitere Gates, die habe ich aber zum Glück auch gebaut. Ich brauche weitere Pylons. Chrono Boost auf die Immortals. Ich brauche ein Twilight Council. Mal gucken, wie viel er hat. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Okay, das wird reichen. Hier Stalker reinbauen. Immer tauschen. Und Charge erforschen. Auf seine Echse drauf gehen. Stalker reinbauen. Wir müssen jetzt langsam mal eine dritte nehmen, wobei das Spiel ist gleich vorbei. Wir brauchen keine dritte mehr nehmen. Jetzt hat er nicht keine Spinecrawler mehr. Wir holen uns die Queen und damit war es das. Das war ein ganz klassisches Beispiel, wie man Foregate into Expansion into Occo-Style spielt. Also sprich mit den 8 Gates, 9 Gates. Gates kamen wieder zu spät. Ich hätte ihn vielleicht schon töten können, als er oben die Spinecrawler hier in dem Bereich gebaut hat. Einfach hier einen Pylon hinwarpen und dann die ganze Zeit reinwarpen. Dann kann er es sich so gut wie nicht leisten, Drohnen zu bauen. Aber ich war weit vorne. So, was mich jetzt noch interessiert, was spielt er für ein Bild? Okay, Hedge first. Extrem spät. Wobei geht Pool bei 2,43. In Ordnung. Dann Gas, Overlord. Alles im grünen Bereich. Direkt einen Roachwarren hinterher. Konstante Roboproduktion war hier wieder nicht so gut. So. Was passiert jetzt? Leck, okay. So, hier auf Hold Position stellen. Ne, sind sogar, ja. Bisschen Micro, bis die Stalker da sind. So, Exe down. Also ist jetzt, wie man sieht, Worker Supply even, aber meine Echse wird gebaut. Er ist unter Druck. Ich verhindere hier mit Force Fields erstmal seine Echse. Und das muss ich dazu sagen, da kann ich nicht mehr reinpushen. Das war völlig richtig. Er hat nur minimal weniger Army Value als ich, plus 4 Spines hier stehen. Also da müsste ich schon extrem gut micronen. Und das ist, weil er die Roaches halt auch bewegen kann, quasi unmöglich auf so engem Raum ordentlich zu micro, oder zumindest für mich. Dass den Overlord töten sollte nochmal dazu führen, dass er weitere Roaches baut. Wobei er jetzt auch keine Drohnen mehr bauen muss, letztendlich. Das mit den Creep-Tumoren war gut.
So kriege ich immer wieder einzelne Roaches. Hab viel, viel, viel mehr Army Value. Was halt schlecht läuft, ist, dass meine Robo nicht konstant produziert. Hätte ich hier bei dem Angriff schon ein Immortal vorne gehabt. So, jetzt soll er nochmal Angst bekommen. Aber das hat halt auch dazu geführt, dass ich Overmints bekommen habe. Force Field schlecht gesetzt, okay. Er hat viel, viel, viel mehr Army Value als ich. Ich muss mich zurückziehen. Wobei ich es mir hier natürlich leisten kann, jetzt zu tauschen. Aber, es wäre einfach besser gewesen, nach Hause zu gehen. Mit den Forces hier ein paar stehen zu lassen. Und dann einfach nach Hause gehen. Dass die Observer nichts tun, ist auch schlecht. Da muss ich gucken, baut er eine Echse. Geht er direkt auf 3 Hedge. Ja genau, 3 Hedge. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Arbeiter ich verliere. Aber es sind, glaube ich, nicht so viele. Der Stalker hier muss eingreifen. Die Cannons sind gut gebaut. Also ich verliere 4 Arbeiter, aber er hatte deutlich mehr Army getötet. Und jetzt verliert er Unmengen an Units. Geht also direkt auf eine dritte, auch das ist die richtige Reaktion. Er ist hinten, er weiß, er ist hinten. Und es sieht aber jetzt halt 45 zu 26 Arbeitern aus. Meine Army ist größer als seine, ich habe mehr Supply. Und er kann sich jetzt halt nicht mehr leisten, Drohnen zu bauen. Ich halte mein Geld besser unten, als er das tut. Wie sehen seine Injections? Ja, okay, er hat so gut wie keine Queen gehabt. Also 2, ja, okay. Und beide haben fast 200 Energie. Das ist natürlich von Mechanics her ganz, ganz, ganz schlecht. Seine Queen habe ich jetzt eingesperrt, aber die kann jetzt Transfuse machen. Habe ich schon noch ein bisschen... Ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Hier scouten sollen, ob er hier eine dritte hat. Die dritte hätte ich problemlos rausnehmen können. Da kriegt er seine Spinecrawler nicht so schnell hin. Aber auch so. Ich brauche jetzt nur noch reinwarpen. Die Mortals sind einfach gegen die Spinecrawler natürlich auch total gut. Jetzt versucht er einen Immortal zu fokussen. Das bringt natürlich nicht so viel. Jetzt bleibe ich hier nochmal stehen, weil ich keinen A-Move mache. A-Move ist eine der wichtigsten Spielmechaniken überhaupt. Da kann man sagen, er muss Speedlinge bauen und so weiter, aber dann warp ich Zealots rein. Er kann das einfach mit dem Income hier, er kann es nicht mehr ausgleichen, er kann es nicht mehr gewinnen. Es hat mit der Unit Composition nichts zu tun, nur mit dem Army Value. Also wenn ihr in den unteren Ligen immer wieder hört, Unit Composition, bla bla bla, nein. In 200 Spielen, die ich mit Okko gecastet habe, haben wir ein Spiel gehabt, wo es auf die Unit Composition ankam, ein einziges. Der Rest wurde durch bessere Upgrades, mehr Truppen, mehr Drohnen, mehr Arbeiter entschieden. Einfach, es gab mal jemanden, der Tutorials gemacht hat und sagte, you're in a stuff league, you just need more stuff. Und das meint halt Truppen, Upgrades und Arbeiter. Und Makro und Mechanics sind das Wichtigste. Das ist auch das, was Destiny euch sagt. If you get your mechanics down solidly, you will be in Diamond League or High Platinum. Und man sieht halt bei mir immer wieder Probleme im Chrono Boost, immer wieder Probleme in den Supply Blocks. Und deswegen spiele ich halt nur auf Gold Level den Foregate. Aber das war hier ein Bilderbuchbeispiel, wie ich es für die Destiny-Philosophie empfinde. One Base Build, wir haben bei ihm Schaden gemacht, dann eine Echse geworfen und ihn dann ganz easy erstmal contained und danach irgendwann getötet. Aber auch hier, Scouting Decision Making, ich sehe diese Mars Roaches hier runterkommen, schaffe es nicht, das Force Field hier zu setzen,
sofort nach Hause. Zwei Stalker von mir aus irgendwie stehen lassen, die seine Truppen ein bisschen aufhalten und dann nach Hause. Aber wenn ihr das die APM nicht habt, ich glaube, vielleicht habe ich sie auch noch nicht, einfach Stalker nehmen, rechte Maustaste nach Hause, alles ist gut, über die Minimap. Dann verliert halt zwei oder drei Stalker, während er hinter euch herrennt. Aber dann könnt ihr zu Hause schon anfangen, Immortal-Produktion zu machen, weiter reinzuwarpen und so weiter. War ein schönes Spiel, finde ich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis demnächst.